Wenn man auf einen Bundesbruder, der ja, so viele Seiten hat, über den so vieles zu sagen gäbe und den wir ja, als Persönlichkeit alle kannten und doch manchmal ja, vielleicht unterschiedlich wahrgenommen, von dem wir bestimmte Dinge, jeder vielleicht andere und manche alle gemeinsam im Gedächtnis behalten werden, wenn wir darüber sprechen, und dann ist das immer ein Stück subjektiver. Also, falls ich nicht alles sage, was ihr sagen würdet, bitte ich um Nachsicht. Ich habe mir überlegt, wo fängt man an, über einen Wolfgang Demakowski zu sprechen. Ich fange einfach da an, wo ich ihn kennengelernt habe, 1971, als ich als junger Schüler erst als Gast und dann als Fuchs zur Absolvia gestoßen bin, damals im Spalter Bräustübel. Das waren tolle, wilde Zeiten, als ich dahin kam. Irgendwie war das, als wenn ich, ja, wir waren ja am humanistischen Gymnasium, da ging es um manchen Teil unseres Lateinbuchs über irgendwie die Feiern der Götter auf dem Olymp oder so. Auch Bacchus war dabei. Irgendwie war das mir, als ich da hinkam, als wenn ich so einen kleinen Vorhang zur Seite ziehe und da reinspitzen darf, wo Bacchus und sein Gefolge feiern. Ich habe zwar nicht ganz rausgefunden, wer der Bacchus war, aber es war manchmal wild, es war schön, verwirrend. Im Lateinbuch stand auch, dass die dann Feiernden danach manchmal Kater hatten, also das ja auch schon. Ja, und wir waren die Kleinen, die dazu kamen, und dann gab es da schon so auf diesem Olymp etwas höhere Stufen. Da thronten einige alte Herren, die für uns Autoritäten waren. Also in Varro, das war ja, beeindruckend. Es gab einen Senior, damals Kurt Müller. Wir wollten als Fuchsen dann mal alle so werden wie der Senior. Ja, und dann gab es einen mit einem unaussprechlichen Namen, den jedenfalls, wenn der Gast oder Fuchs genug getrunken hat, Gott sei Dank durfte man ihn Dimmer nennen, denn der volle Name war dann schwer auszusprechen. Von dem wusste ich so am Anfang nicht, zu was gehört er jetzt? Zu uns, den Bacchanten und Fuchsen oder den Jungen oder schon zu den Alten? Man sagte alter Herr zu ihm, aber da war ich. Da eintrat, er war glaube ich 27 oder 28, aber gerade filistriert worden. Er war irgendwo so das Scharnier zwischen den Älteren und den Jüngeren für uns jedenfalls. Und das ist er, glaube ich, auch ein Stück geblieben. Wahrscheinlich haben das, war damals auch noch für uns weit weg, aber die seine Konferliste auch so gesehen, denn sie haben ihn ja schon, als er erst, glaube ich, 32 Jahre alt war, zum AVN-Vorsitzenden gewählt, und das ist er dann genauso lange, nämlich auch gut 32 Jahre geblieben. Und wenn er auch als AVN-Vorsitzender in dieser Zeit nicht allen alles recht machen konnte, und ich glaube, das wollte er auch nicht immer, es allen recht machen, das kann auch niemand, und auch seine Nachfolger nicht können, wissen wir. Die Mehrheit hat ihn immer wieder gewählt, und das spricht für ihn. Und ganz sicher hat er jedenfalls in diesen über drei Jahrzehnten die Absolvia auch sehr geprägt, so wie kein anderer in der Zeit. Manche sind gestorben in der Varo, die Absolvia geprägt haben, ja, aber so wie der Vorsitzende hat sie natürlich in der Zeit keiner auch mitgeprägt. Und auch als er AVN-Vorsitzender war, hat er ja irgendwie gleichzeitig immer zu den Alten und zu den Jungen gehört. Und war fast auf allen Veranstaltungen anwesend. Und wenn er das Wort ergriff, dann war das immer spannend. Man wusste ja nicht, kommt jetzt eine würdige Ansprache des AVN-Vorsitzenden oder hat eine Art, manche Durchsagen zu machen, das klang beinahe amtlich. Oder kommt jetzt ein Bierquatsch, wie man ihn eher von einem Fuchsen erwartet hätte. Es kam halt beides manchmal. Das war auch gut so. Wir haben auch über sowas keine Statistik, aber ich glaube, man muss lange suchen, bis man einen absoluten
findet, der in seinem Leben so oft steigen musste wie unser Demann. Also erstens, weil er fast immer da war, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, steigen zu müssen. Aber zweitens, weil er auch einer derer war, ja, die häufig mal quersangen, Quatsch machten, rülpsten oder andere widrige Geräusche von sich gaben. Aber trotzdem hat er immer den Comment hochgehalten und nie die Grenze überschritten zu Klamauk oder Unwürdigen. Es war halt das, was man auf Kneipen so bieten kann und auch mal mit der im Rahmen des Comment halt möglichen Regelverletzung unter fröhlicher Akzeptanz der dann folgenden Sanktionen. Nun hat sich die Welt, unser NGM, die Absolvia, wir alle auch in den 3,5 Jahrzehnten, seit unser lieber Demon AVN-Vorsitzender geworden ist, geändert. Die Absolvia ist kleiner geworden und ich glaube, als er damals zum ersten Mal zum AVN-Vorsitzenden gewählt wurde, hat er nicht damit gerechnet, dass er Jahrzehnte später nochmal das aktive Präsidium würde übernehmen müssen. Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern, die wussten, auf was sie sich einlassen. Aber er hat das wahrscheinlich unter anderen Vorbedingungen übernommen, aber er hat auch das gerne und mit Freuden übernommen und ja, das gab auch wieder Gelegenheit, ein Stückchen gleichzeitig würdiger AVN-Vorsitzender und sowas wie jugendlicher Senior sein zu können. Die Absolvenfamilie ist in der Zeit kleiner geworden, aber der Zusammenhalt ist geblieben. Ich glaube, das zeigt die Präsenz heute Abend. Auch das ist ein Verdienst, nicht zuletzt unseres langjährigen Vorsitzenden. Wir wollen ein Lebensbund sein und das sind wir auch. Aber wie gesagt, es liegt an uns allen, auch das ein Stück in seinem Sinne fortzusetzen. Sein Einsatz für die Absolvia hat ja nicht damit aufgehört, dass er dann Ehrenvorsitzender und nicht mehr in Anführungszeichen aktiver AVN-Vorsitzender war. Er hat zum Beispiel weiterhin unsere Weinfahrten organisiert. Klammer auf, die Lücke, die er da hinterlässt, ist groß. Und das Präsidium bittet alle um Unterstützung bei der Organisation künftig solcher Veranstaltungen, weil wenn der plötzlich der Organisator nicht mehr da ist, hat er keinen Aufhebensdruck gemacht. Es fanden einfach die schönen Weinfahrten statt. Wir sind gerne mitgefahren und haben uns gefreut und gar nicht gefragt, wieso sie stattgefunden haben, wer sie organisiert hat und so gut vorbereitet hat. Also, und übrigens, die Weinfahrt heuer war noch eine von Wolfgang Demakowski organisierte. Ich glaube, das noch vollendet ist, was er schon erdacht und vorbereitet hatte, auch an Programm. Also, da werden wir, braucht das Präsidium euch alle, um das zum Beispiel fortzusetzen. Und er blieb auch für viele andere Verbindungen der Mr. Absolvia. Ich sehe das immer noch, kommen Schreiben vieler Verbindungen gerichtet an Wolfgang Demakowski. So ist das halt nach 3 Jahrzehnten. Ja, und liebe Damen, wenn ihr schaut, wer am meisten Einlagen auf Frühschoppen und anderen Veranstaltungen vorbereitet und zum Besten gegeben hat, das war auch unser Demann. Also ich gestehe, seine Nachfolger werden Mühe haben, das alles auszufüllen und sind da auf Unterstützung vieler angewiesen. Und das zeigt halt auch, was einer für große Fußstapfen hinterlassen hat, wenn nicht einer und auch nicht drei reichen werden, das Ganze auszufüllen. Unser Demann war ja nicht nur Absolve oder AVN-Vorsitzender, so als Mensch würde ich ihn, wenn man es mit 4 Worten charakterisieren soll, sagen, raue Schale, weicher Kern. Auf den ersten Blick wirkte er ja raubauzig. Ja, hat einen deftigen Humor, erzählte manchmal Herrenwitze, konnte auch mal grob reagieren oder sehr bestimmt auftreten. Und ja, soll ja manchmal auf meine Frau hören, als die das, den man das erste Mal kennengelernt hat, hat sie gesagt, nur euer Vorsitzender, so mit grober Klotz, ist das nicht ein Macho? Aber wenn man ihn eine Weile gekannt hat, dann hat man gesehen, dass sich hinter dieser rauen Schale viel mehr verborgen hat. Und liebenswürdig sein, charmant, sehr charmant und sehr sensibel.